Im Irak hat die angekündigte Offensive gegen die IS-Hochburg Mosul begonnen. Beim Vorgehen gegen die IS-Dschihadisten werden die irakischen Truppen unter anderem von kurdischen Peschmerga-Kämpfern unterstützt, die von Osten auf die Millionenstadt vorrücken. Dort sollen die bis zu 4000 Kämpfer zunächst mehrere ursprünglich christliche Dörfer von der IS-Miliz zurückerobern. Ein Peschmerga sagte, man werde einen Kampf bis zum Tod fechten. Die kurdischen Milizen werden unter anderem von der Bundeswehr ausgebildet und mit Waffen beliefert. Gleichzeitig rücken die irakische Armee und Sicherheitskräfte aus Richtung Süden auf Mosul vor. Die US-Regierung sprach von einem entscheidenden Moment im Kampf gegen die IS-Miliz. Der irakische Ministerpräsident Aider al-Abadi verkündete den Beginn der lange erwarteten Militäroffensive in der Nacht zum Montag im Staatsfernsehen. Er richtete sich direkt an die Bürger von Mosul und rief sie dazu auf, mit den irakischen Streitkräften zu kooperieren. Über der Millionenstadt, in der rund 4000 IS-Dschihadisten vermutet werden, waren zuvor Flugblätter mit Informationen für die Zivilbevölkerung abgeworfen worden. Die Hilfsorganisation UNHCR rechnet mit bis zu 1 Million Flüchtlingen aus Mosul, von denen bis zu 700.000 humanitäre Hilfe benötigen könnten.